Frau Edtstadler, der erste Opernball als Ministerin. Wie groß ist die Vorfreude? Die Vorfreude für den Opernball ist immer riesengroß. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich heute einen Gast habe, Vice President of the European Commission, der Vizepräsident der Europäischen Kommission. Und Österreich hat einfach viel zu bieten, was Kunst und Kultur betrifft. Und das werden wir heute auch transportieren und nach Europa bringen. Eine wichtige Frage, die ich Ihnen auch nicht ersparen kann. Wo ist denn das Kleid her? Das Kleid ist von Zoe und es wurde natürlich angepasst. Die Vorfreude ist groß, das haben Sie schon erwähnt. Gibt es ein Highlight, auf das Sie sich besonders freuen? Das erste Highlight ist natürlich die Eröffnung, das Eintanzen der Debütanten. Und ich erinnere mich dann immer selbst zurück, als ich Debütantin war. Leider habe ich nie den Opernball eröffnet, sondern in Salzburg dafür unzählige Bälle und ich fieber immer mit. I also have to ask you at least one question. Is it your first time at the Vienna Opera Ball? It is my first time and I'm very honored to have been invited by my minister friend, Karin Alstalt. And I think, although we lost her from Europe, I think Europe lost it for a good cause because Austria gained her back. And how optimistic are you that you can turn this into a night that you can really enjoy less than a business night? This is part of our richness, of our cultural diversity, of what Europe represents today in the world. Europe is a beacon of light in a world that is becoming darker. And the Vienna Opera Ball is the shiniest example of what Europe represents today. Of course, there will be political discussions, but today we will dance, we will have fun, and we will show what Austria can bring to Europe. Absolutely. Yeah? No politics tonight. Thank you. It's a pleasure having you here. Have a nice evening. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.